Musaton, der Franzose, danach Joan Claret und dann Max Franz, auf den wir extrem aufpassen müssen. Dann gibt es erstmal eine kleine Präparierungspause, liebe Zuschauer. Es führt Vincent Kriechmeier vor Andreas Sander und vor Beat Feutz. Gehen die deutschen Festspiele hier in Cortina d'Ampezzo weiter? Das ist die große Frage. Das. Oh, jetzt kennt auch das Spiel. Hat der das gemacht? Was war denn das für eine coole Nummer?